Hallo zusammen. Heute mache ich mal ein Video über Pierre Vogel. Eigentlich könnte ich jeden Kreationisten nehmen und den ein wenig auf die Schnauze hauen, aber ich nehme den Vogel. Warum? Nun, zum einen habe ich relativ am Anfang mal eine Videoreihe über Vogel gemacht und die hatte eine scheiß Audioqualität und eigentlich scheiß alles. Also werde ich das Ganze nochmal in Angriff nehmen und die alten Videos dann gegebenenfalls löschen, wenn ich hier fertig bin. Zum Zweiten könnte ich meinetwegen auch Harun Yahya nehmen. Aber da, wo Harun Yahya lange, langweilige und nichtssagende, schwafelnde Dialoge führt mit sich selber, ist Pierre Vogel unheimlich lustig und sagt unheimlich blödes Zeug. Und zum Letzten habe ich in letzter Zeit viel auf fundamentalistischen Christen rumgehakt und wollte zeigen, dass mir der fundamentalistische Islam auch nicht unbedingt sehr gelegen kommt. Also steigen wir ein und haben wir unseren Spaß mit unserem Lieblingsvogel. Weil die Gruppe, über die wir heute reden, wir fangen an mit der Dauer mit den Atheisten. Also die Gruppe, die auch sehr oft in Deutschland vorkommt. Aber eigentlich ist der Atheismus eine Anormalität. In der Geschichte und in der Welt ist der Atheismus eigentlich eine Anormalität. Weil überall auf der Welt, egal wo du hingehst, findest du ein Konzept, dass es eine göttliche Existenz gibt. Seht ihr, was ich meine? Ihr wisst nicht, warum die Aussage blöd war? Okay, wir spielen mal ein Spiel. Wir haben jetzt das Jahr 2013. Das heißt, der Atheismus ist, seien wir mal freundlich, etwa 200 Jahre alt. Davor wurden Atheisten qualvoll verbrannt oder gefoltert, bis sie widerrufen haben. Jetzt gehen wir mal in Richtung Islam. Das heißt, wir machen eine schöne Zeitreise und sehen, der Islam wurde etwa um 600 nach Christus gegründet. Das heißt, 200 Jahre nach Gründung hätten wir etwa 800 nach Christus. Mal sehen, wer hatte 800 nach Christus die Oberhand? Ach ja, heidnische Religionen. Und die einzigen monotheistischen Religionen haben sich entweder langsam aus heidnischen Kulten entwickelt, wie zum Beispiel Sonnenkulte oder das Bacchusfest, wo er einfach gesagt hat, gut, die anderen Götter existieren noch, aber wir verehren jetzt mal nur einen. Oder die monotheistischen Religionen haben sich mit Gewalt verbreitet. Das heißt, es wurde nicht von allen gleichzeitig beschlossen, hey, wir werden jetzt Monotheisten, sondern es wurde gesagt, du glaubst jetzt an nur noch einen Gott oder wir machen dich tot. Wenn man also eine, in Anführungsstrichen, natürliche Entscheidung haben wollte, dann müsste Pierre Vogel sich hinstellen und sagen, Thor ist der wahre Gott. Weil die meisten Leute, die gesagt haben, okay, Allah ist der wahre Gott, dazu etwas unfreundlich überredet wurden. Und mit unfreundlich meine ich Säbel an der Kehle. Nachdem wir das geklärt haben, wie es um 800 war, springen wir jetzt in 2000 zurück und wundern uns, huch, die Atheisten führen ja gar keinen Krieg, sondern argumentieren. Das heißt, ganz so unnatürlich scheint das nicht zu sein. Aber ich möchte mal den großen Meister nicht weiter stören und lass ihn weiterreden. Das heißt, der Atheismus ist eigentlich eine Anormalität und war eigentlich immer selten. War immer selten, dass es Leute gab, die sagen, wir glauben, es gibt keinen Gott. Im Sinne von, sie sind überzeugt, dass es keinen Gott gibt. Weil es gibt einen Unterschied zwischen Atheisten und Agnostikern. Der Agnostiker ist derjenige, der sagt, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht. Vielleicht gibt es einen, vielleicht gibt es keinen, man kann wie das eine oder das andere wissen. Der Atheist ist derjenige, der sagt, er ist sich sicher, dass es keinen Gott gibt. Und davon gibt es ganz wenige in Deutschland. Glaubt es mir, wenn du mit einem richtig diskutierst, ein paar Punkte hast, innerhalb von 5 Minuten ist er schon vom Atheisten zum Agnostiker geworden. Ich weiß es nicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Naja, da kann ja keiner beweisen, so nach diesem Motto. Es ist einfach so. Okay, bevor etwas Verwirrung aufkommt. Atheismus ist ein weites Feld. Es gibt Hardliner-Atheisten, die sagen, es kann keinen Gott geben, es wird nie einen Gott geben, es hat nie einen Gott gegeben, das weiß ich zu 100% und nichts kann meine Meinung ändern. Und es gibt den Kern der Atheisten. Diese Gruppe sagt,
Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, weil ich keine ausreichenden Beweise für seine Existenz gesehen habe. Und das sind so rund 80 bis 90% aller Atheisten auf der Welt. Das ist das Eigentliche, was Atheismus aussagt. Es gibt keine ausreichenden Beweise für Gott, also brauche ich ja nicht an ihn glauben. Während Agnostiker sagen, es kann einen Gott geben oder auch nicht, das ist mir aber relativ egal, weil er in meinem Leben keine Rolle spielt. Nur so am Rande, weil Pierre gerade wieder Doofsinn gelabert hat. Also weiter mit der Badehaube. Ja, dann gibt es noch Deisten. Eigentlich die meisten Christen sind eher Deisten. Ein Deist ist jemand, der sagt, er glaubt, es gibt Gott, aber Gott hat keinen Weg bestimmt für den Menschen, den er gehen muss. Ja. Und hier ist halt, man fragt sich jetzt erstmal, wie ist dieser Atheismus eigentlich verbreitet worden? Auf der einen Seite durch einige Kapitalisten, die das auch mitverbreitet haben, und auf der einen Seite durch Kommunisten. Obwohl die eigentlich genau gegenteilige Ideologie haben. Bitte entschuldigt mich kurz. Aber die Kapitalisten, weil derjenige, der nicht an Gott glaubt, der ist nützlich für das kapitalistische System, weil sein Ziel im Leben automatisch sein wird, Dinge kaufen, für das Leben leben, Häuschen bauen. Und auf der anderen Seite durch den Kommunismus direkt durch Länder, wie zum Beispiel die Sowjetunion. Karl Marx war jemand, der sich die Gesellschaft beobachtet hat und die Gesellschaft in Klassen eingeteilt hat. Ja, und er hat das halt alles als Ungerechtigkeit gesehen. Okay, ich muss zugeben, der Eidgenosse Vogel hat's drauf, den Kommunismus zu erklären. Ich habe es ein bisschen vorgespult, weil das das einzige Intelligente ist, was er im ganzen Video zu sagen hat. Ich habe allerdings keine Ahnung, warum er sich über Kapitalismus aufregt, wenn er von seinen ganzen Kumpeln, die da rumsitzen, erstmal fett Kohle einkassiert hat für das Star War-Gedöns. Oder, wenn er keine Kohle einkassiert, er zumindest Spenden verlangt, weil er vorher noch fett CDs rumgezeigt hat. Hier habt ihr gespendet, ihr seid voll cool, Leute. Das heißt, irgendwo hat er ja kapiert, okay, Geld ist irgendwo wichtig. Okay, ich will es nicht zu hart sein, er hat Kommunismus einigermaßen richtig erklärt. Ich möchte mal gucken, wie er jetzt alles in den Arsch fickt. Und er hat im Nachhinein beobachtet, dass die Kirche auch daran beteiligt war, dass Menschen ausgebeutet wurden. Dass die Kirche das praktisch mit unterstützt hat, mit diesen Feudalherren und so weiter und so fort. Dass sie das auch unterstützt hat, dass sie auch Länder abgegeben hat. Ja? Und deswegen hatte er von vornherein eine negative Einstellung gegen jede Religion gehabt. Mit Islam hat er ja nie was zu tun gehabt, sondern eigentlich seine Abneigung kam gegen die Kirche durch die Affären, die die Kirche hatte, durch die Unterdrückung, die die Kirche beispielsweise auch im Mittelalter und so weiter praktiziert hat. Und dadurch hat er sich gesagt, das ist alles nur Gott, ist Opium für das Volk, das hat man erfunden, um den Menschen beispielsweise, um die Menschen zum Untertan zu machen. Und so hat das funktioniert und so wurde dieser Atheismus praktisch verbreitet. Und da man gedacht hat, dass die Kirche im Nachhinein für dieses kommunistische System auch Schaden darstellen kann, ist dann praktisch im Nachhinein, nicht durch Karl Marx selber, aber durch Nachfolger, die dieser Ideologie mehr oder weniger folgen, auch die Kirche vor allen Dingen bekämpft werden und auch andere Religionen. Ja? Okay, erst einmal, ich habe das Manifest gelesen. Hinten in der Frage-Antwort-Sektion steht drin, was passiert mit Religion und Kirche? Antwort von Marx und Engels bleibt. Übrigens ein Zitat, steht nur bleibt. Im Grunde von ist uns auch scheißegal, sollen die ruhig so weitermachen. Zu diesem tollen Opium fürs Volk-Zitat. Opium wurde damals als Schmerzmittel benutzt. Das heißt, wenn man einem das Bein abgesägt hat, hat er neben einem Beißholz auch noch gerne mal ein bisschen Opium bekommen. Damit er halt nicht anfängt zu schreien und Leute umzubringen. Das heißt, Opium fürs Volk war in diesem Fall etwas Positives. Das Leben kann scheiße sein, aber die Religion hilft den Menschen darüber hinwegzukommen.
Die Negativinterpretation kam nachher durch Lenin und Stalin, die gesagt haben, die Kirche hat uns politisch viel zu viel Einfluss, die müssen wir abschaffen. Es war keine Überzeugung, die gesagt hat, wir müssen jetzt die Kirche weghauen, weil wir sind super mega Ultra-Atheisten und das sind Christen und die sind alle doof. Sondern es war politisches Kalkül der politischen Führer, die gesagt haben, die Kirche hat uns zu viel Einfluss, wir haben da keinen Bock drauf, mach den Scheiß weg. Aber das kann einem Pierre Vogel ja egal sein. Und das wäre eigentlich alles, was ich Freundliches zu Marx zu sagen hätte. Vogel macht dir garantiert noch mit irgendwas weiter, also hau raus. So, es ist also dadurch sehr stark verbreitet worden, insbesondere in den ehemaligen. Wenn du zum Beispiel heute in die ehemalige DDR fährst, kennt jemand von euch die ehemalige DDR? Das erstmal zu der Entstehung. Wenn man jetzt mit jemandem redet, warum habe ich das erwähnt? Weil jedes Thema braucht eine Zusammenfassung vorher. Wie ist es dazu gekommen, damit man einen kleinen Überblick hat? Wie kommt es überhaupt zu diesem Atheismus? Und meistens, wenn man mit Atheisten redet, es sind sehr oft Leute, die relativ gebildet sind. Ist oft so. Obwohl eigentlich ihre Position völlig irrational ist, das sage ich von vornherein. Zu sagen, man sei überzeugt, dass es keinen Gott gäbe, ist eine völlig irrationale Position. Das ist ein sehr interessanter Standpunkt. Aber ich bin der Meinung, und Jack Daniels stimmt mir zu, dass man da ein bisschen gegenargumentieren könnte, wenn man wollte. Und ich will. Also, wenn wir jetzt mal Allah rausnehmen aus dem ganzen Gedingse. Das heißt, mit Allah macht Sinn, nehmen wir einfach mal was anderes. Wenn ich behaupten würde, ich hätte einen rosa fliegenden Elefanten und er ist unsichtbar und man kann ihn nicht anfassen, aber er spricht zu mir und sagt, alle, die mich daran hindern wollen, die Weltherrschaft an mich zu reißen, werden von seinen Laseraugen verbrannt werden. Wo würde ich landen? Erster Ratsch, erste mögliche Antwort, auf einem Marktplatz irgendwo in der Wüste, wo ich tausende von Anhängern um mich scharen würde. Oder die zweite mögliche Antwort, in der Klapse. Wo würde Pierre Vogel mich hinstecken? Antwortmöglichkeit Nummer 2. Allerdings, wenn es um Allah geht, geht's auf einmal. Atheismus heißt nicht, es kann überhaupt keinen Gott geben und alle Argumente für ihn sind voll doof und alles ist scheiße. Sondern Atheismus heißt, ich habe keine vernünftigen Beweise für einen Gott, also glaube ich nicht daran. So. Ich habe noch ein bisschen Jack Daniels übrig, also machen wir mit dem Video weiter. Und das liegt daran, dass den Menschen eingeredet wurde, dass es ja logisch wäre, an keinen Gott zu glauben und unlogisch wäre, an Gott zu glauben. Ich verweise nochmal auf meinen Elefanten. Das ist das, was den Leuten eingeredet wird. Und deswegen wollen manche Leute intelligent sein, indem sie den Glauben als etwas Primitives darstellen. Und das liegt wieder am Christentum. Weil dann gesagt wird, guck mal, das Christentum ist ein blinder Glaube. Die Schöpfungsgeschichte ist naturwissenschaftlich falsch in der Bibel. Von daher ist das Christentum eine wissenschaftlich bewiesen falsche Religion, weil sie sich auf eine Quelle stützt, die wissenschaftlich falsch ist. Dann haben sie gesagt, das ist alles nur aus Fabeln entstanden. Wir als Muslime sagen, nein, die Bibel ist ein göttliches Buch, aber es sind Fehler hineingekommen über die Jahre. Also sagt Pierre im Grunde, Atheisten sind nur Atheisten, weil sie sich nur mit dem Christentum auseinandersetzen, über Islam überhaupt nichts wissen. Die Bibel ist ein heiliges Buch, aber da sind Fehler reingebastelt und Koran ist voll geil. Ich frage mich zwar immer noch, warum in der Bibel es unlogisch ist, wenn Gott sagt, ich will einen Menschen machen und zack ist da Adam und das im Koran auf einmal logisch ist, aber komm. Darauf kommen wir garantiert noch später. Und sie sagen dann, das ist unlogisch. So, und deswegen gehen wir erstmal auf die Logik ein. Erstmal, wenn wir über Logik reden, wer sind die Leute, die die Logik eigentlich sozusagen erfunden haben? Beziehungsweise die Gesetze für Logik aufgestellt haben? Wer sind diese Leute? Ja. Ne, nicht Psychologen, sondern das sind Philosophen. Und wo kamen die her hauptsächlich? Die ersten? Griechenland, ganz genau. Und zum Beispiel
Zum Beispiel Platon, Aristoteles, die haben durch ihre Logik, sind sie eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es einen Gott gibt. Dass es einen Gott geben muss, durch ihre logischen Schlussfolgerungen. Ja? Es waren keine Propheten gewesen, sondern durch diese Logik. Von daher sagen wir zu jemandem, der sagt, es sei irrational oder unlogisch, an Gott zu glauben, sagen wir ihm, hör mal, die Väter der Logik, die du so verehrst, die haben eigentlich gesagt, zum Beispiel Plato, Aristoteles, das muss man sich merken, ja, haben gesagt, dass es Gott geben muss. Erst einmal, Aristoteles und Co. haben nicht gesagt, es muss einen Gott geben, sondern Aristoteles und Co. haben gesagt, es gibt Zeus, Herrscher des Olymp, Gott der Gesetze, Meister über Blitz und Donner. Mit der Begründung, erstens, irgendwer muss ja die Blitze schmeißen. Zweitens, die Titanen sehe ich nicht mehr, die sind weg, das hat Zeus gemacht, also gibt er Zeus. Und drittens, wenn es keinen göttlichen Zorn gäbe, dann würden die Menschen leben wie Tiere. Das letzte ist übrigens ein Zitat von einem der netten Herren. Welcher weiß ich gerade nicht mehr genau, vielleicht kannst du mir Jack sagen. Nein, der weiß es auch nicht mehr. Also wir halten fest, die Philosophen haben gesagt, es gibt Zeus. Beziehungsweise Ares und Co. Die haben nicht gesagt, es gibt irgendeinen Gott, wir wissen nicht genau welche, aber es muss nur einer sein. Die haben gesagt, Zeus gibt's. Mit der Begründung von Naturgesetze müssen irgendwo herkommen. Darum wirft Zeus die Blitze. Unsere Mythologie muss irgendeinen richtigen Kern haben. Und ich sehe keine Titanen mehr, also muss Zeus das auch gemacht haben, sonst stimmt die Mythologie nicht mehr. Und Leute haben Angst vor Zeus, also gibt es Zeus. Das heißt, nach der Logik könnte ich auch sagen, es gibt Thor, weil Thor mal angebetet wurde. Da wird mich Pierre Vogel für doof halten, aber ich halte ihn ja auch für doof, also ist das lustig. Ich werde gleich wieder traurig, wenn er weiterredet, aber was soll's. Die zweite Sache ist, und das ist eine wichtige Regel, die könnt ihr euch auch im Islam merken, die heißt Adam al-Elmi, Laysa al-Bil-Adam. Das heißt, das nicht vorhandene Wissen ist kein Wissen über das Nichtvorhandensein. Nicht vorhandenes Wissen ist kein Beweis für das Nichtvorhandensein. Was heißt das? Zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel. Vor 100 Jahren beispielsweise, wenn dich jemand gefragt hätte, gab es Dinosaurier? Du hättest gesagt, nee, gab es nicht. Warum? Weil du kein Wissen darüber hast. Aber ist das ein Beweis dafür, dass es keine Dinosaurier gab? Nee. Später hat man Fossilien gefunden von Dinosauriern beispielsweise. Das heißt, dein Nichtwissen war kein Beweis dafür, dass es diese Sache nicht gab. Heutzutage hat man festgestellt, zum Beispiel vor 30 Jahren, im Koran steht, die Sonne hat eine Umlaufbahn. Kullun fi falaki yasbahun. Die Sonne hat eine Umlaufbahn. Vor 30, 40, 50 Jahren haben die Menschen geglaubt, die Sonne stände statisch, also ohne sich zu bewegen, Universum. Später hat man festgestellt, auch die Sonne hat doch eine Umlaufbahn. Das heißt, dein mangelndes Wissen, dein nicht vorhandenes Wissen war kein Beweis für das Nichtvorhandensein von der Umlaufbahn der Sonne. Du hattest also nicht vorhanden dein Wissen, du hattest kein Wissen über die Umlaufbahn der Sonne, das ist aber kein Wissen über das Nichtvorhandensein. Da bräuchtest du einen Beweis für. Seht ihr, jetzt bin ich wieder traurig. Jack Daniels tröste mich. Danke. Also, was Pierre hier sagt, heißt im Grunde nur, ne, du kannst das Gegenteil gar nicht beweisen, ne, nur intelligenter ausgedrückt. Der Grund, aus dem wir davon ausgehen, dass Dinosaurier existieren, ist, dass wir Knochen und Fossilien und so einen Scheiß gefunden haben. Was Pierre hier im Grunde vorschlägt, ist, ich laufe zur Polizei und sage, mein Fahrrad wurde geklaut, und zwar von Hans Meier aus der Dietenstraße Dingenskirchen. Und dann sagt dann die Polizei, jo, wir brauchen keine Beweise, es könnte ja passiert sein, wir wissen da nur nichts von, wir verhaften den sofort und schlagen den tot. Und dann zahlt man die Polizei gleich das neue Fahrrad, weil das könnte ja geklaut worden sein, man weiß es nur nicht. Wenn wir keine Beweise für etwas haben, gehen wir davon aus, dass es nicht existiert hat. Wir haben zum Beispiel viele Berichte darüber, dass es Elfen und Zwerge gegeben hat. In
zum Teil historischen Werken. Es gibt zum Beispiel diverse Götter aus Germanien, dem, wissen Sie, die Kelten auch gleich. Also da, wo die Kelten gelebt haben, Keltistan oder was weiß ich, und nordische Wikingergötter, Könige, die gesagt haben, mir wurden von Zwergen irgendwelche Waffen gegeben und darum bin ich voll gut als Krieger. Wir glauben das trotzdem nicht, weil wir noch nie ein Zwerg gesehen haben. Wir glauben so etwas, etwas so lange nicht, bis es keinen keinen Beweis dafür gibt, dass es existiert. Jack, du bringst mich durcheinander. Also, es könnte irgendwo Allah geben, das streitet keiner ab. Nicht mal Hardcore-Atheisten. Aber Hardcore-Atheisten sagen, es gibt absolut keinen Beweis, dass es den Typ gibt. Also warum sollte man glauben, dass es ihn gibt oder überhaupt ihn verehren? Wenn ich sage, ich habe einen Onkel Hans Martin, aber kann es nicht beweisen, habe keine Fotos von ihm und niemand hat je von ihm gehört, dann habe ich wahrscheinlich keinen Onkel Hans Martin. Ich habe ihn wirklich nicht. Also ist es nur logisch, mir nicht zu glauben, wenn ich sage, dass ich den Onkel Hans Martin habe. Was das Koranzitat angeht, ja, dass die Sonne eine Umlaufbahn hat, das haben schon so einige gesagt, zwar lange vorm Islam. Die Wikinger, die Japaner, die Ägypter, war Ägypter schon, egal, die Wikinger, Ägypter, die Japaner, Germanen, Griechen. Das war allerdings meist eine Umlaufbahn um die Erde. Und um was das Ding rotiert, steht im Koran auch nicht. Also, mit Zitaten um sich werfen kann ich auch. Zum Beispiel von den Ärzten. Tut mir leid, ich bin betrunken. Aber machen wir weiter mit dem Vögelchen. Warum sage ich das? Weil diese Leute, was wollen die machen? Die wollen sagen, um Gott zu beweisen, das müsst ihr euch merken, um Gott zu beweisen, bräuchten wir einen optischen oder akustischen Beweis. Das heißt, wir müssen Gott sehen oder Gott direkt hören. Das ist der Punkt, worauf sie hinaus wollen. Und dann sagen sie, es ist doch irrational, ihr glaubt blind an irgendetwas. Ihr glaubt blind an irgendeine Sache, die irrational ist, weil ihr keine Beweise dafür habt. Dann sagen wir erstmal zu ihnen, ihr wollt doch mit Logik logisch argumentieren, oder? Ist es logisch zu argumentieren, wenn man etwas nicht gesehen und nicht gehört hat, dass es die Sache nicht gibt? Das heißt, was ihr niemals sagen könnt, ist, dass man Gott nicht gesehen und nicht gehört hat, direkt gesehen, direkt gehört hat, sei ein Beweis dafür, dass es Gott nicht gibt. Dass es Gott nicht gäbe. Weil es Quatsch ist. Weil es gab viele Dinge, die Menschen vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, schwarzes Loch im Universum und so weiter nicht kannten, nicht unmittelbar wahrgenommen haben, die sich aber später herausgestellt haben. Das Einzige, was ihr sagen könntet, wäre, dass ihr selber nicht wisst, ob es Gott gibt. Das heißt, du hast den Atheisten innerhalb von 5 Minuten zum Agnostiker gemacht. Okay, Pierre, weil du immer noch nicht verstanden hast, warum das eine doofe Antwort ist, das kannst du gar nicht Gegenteil beweisen. Nee, mache ich jetzt auch mal eine Aussage. Der Koran wurde nicht von irgendwelchen Erzengeln an Mohammed weiter zitiert. Der Islam wurde von schwulen Aliens vom Planeten Skrk geschrieben und durch Cyberwissenschaft-Intelligenzstrahlen dem Mohammed in den Kopf gebeamt. Und du kannst das Gegenteil gar nicht beweisen, weil du nicht weißt, wie die Wissenschaftsbumsstrahlen funktionieren. Edgepatch, Mann. Ihr seht also, nur weil ich irgendwas sagen kann, ohne irgendwelche Belege, um dann zu sagen, du kannst das Gegenteil aber gar nicht beweisen, ist doof. Genauso wie es doof ist zu sagen, man kann ja auch nicht sagen, Dinosaurier gab es, weil die habt ihr gar nicht wirklich gesehen. Ich kann ins Museum gehen und sehe Dinosaurierknochen. Ich kann die anfassen, ich kann dran lecken, ich kann mich dran reiben, ich weiß, sie sind da. Und die Logik sagt mir, wenn es Knochen von irgendwas gibt, dann gab es auch früher mal ein Lebewesen davon. Das heißt, das Logischste, was man daraus rausziehen könnte, wäre,
Irgendwann gab es mal riesige Viecher, denen diese großen Knochen gehört haben. Ergo, es gab Dinosaurier. Und da wir anhand von zum Beispiel der Veränderung der Fossilien über einen langen, 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 langen Zeitraum sehen können, dass diese Wesen sich entsprechend der angenommenen Naturphänomene verändert haben, können wir sagen, jo, Evolution. Das wäre dann Logik und weitergeführte Logik. Wir gehen davon aus, dass 2 plus 2 4 ist, das heißt, basierend auf der Gleichung 2 plus 2 ist 4, können wir damit weiterrechnen. Wenn allerdings die weniger wahrscheinliche, aber um einiges coolere Theorie, dass es riesige Zombie-Wesen aus Riesenknochen gab, die ich persönlich vertrete, genau wie die mit den Alien-Bumsstrahlen in Mohammeds Kopf, dann wäre auch wieder die Evolution basierend auf den Dinosauriern falsch. Bei Säugetieren würde das immer noch funktionieren, bei Vögeln auch, aber halt bei Dinos nicht mehr. Und wenn wirklich Kreationisten recht haben und der Teufel besoffen die Dinge auf den Sonntag vergraben hat, als Gott gerade nicht hingeguckt hat, dann haben die halt recht. Aber das Wahrscheinlichste wäre, wir haben die Knochen, ergo gab es mal Viecher, ergo ja, gab es diese Dinos, die mal gelebt haben. Die haben Eier gelegt, die haben Knochen gehabt, die gab es höchstwahrscheinlich. Bei Gott haben wir nichts gesehen. Bei Allah haben wir gesehen, er hat die Sonne und den Mond gemacht. Das sagen alle anderen Religionen auch für sich vereinnahmt. Wahrscheinlich. Wir haben gesehen, er hat die Erde gemacht. Das haben auch wieder viele andere Religionen drin. Er hat dies gemacht, er hat das gemacht. Berge, Bäume, Hunde, Katzen, Mäuse, Stechmücken. Übrigens eine doofe Idee mit Stechmücken. Alles haben die anderen Religionen auch für sich vereinnahmt. Das heißt, wenn wir sagen, okay, es gibt einen Schöpfer, dürfen sich erstmal alle Religionen drum kabbeln, wer es denn war. Wo war er noch gleich? Irgendwas mit Logik. Egal, mach weiter. Verstehst du, der Agnostiker ist der, der sagt, ich weiß nicht, ob es Gott gibt. Weil du musst ihn ja fragen, wo ist denn dein Beweis, dass es keinen Gott gibt? Dann wird er sagen, ja, habe ich ihn gesehen, habe ich ihn gehört? Dann sagen wir, nicht vorhandenes Wissen ist kein Beweis für das Nichtvorhandensein mit den Beweisen, was ich euch eben gebracht habe, mit den Dinosauriern und so weiter. Das ist eine logische Herangehensweise. Okay, lieber Pierre, das ist ein Argument für alles, nicht nur für Allah. Das reicht von anderen Göttern über die Fantasiefreunde von Kindern, über Fabelwesen, bis hin zu den schwulen Alien-Bums-Gedankenstrahlen auf Mohammeds Kopf, für die du mir immer noch keinen Gegenbeweis gegeben hast. Vielleicht kannst du mir helfen, Jackie Daniels. Oh nein, Jack Daniels, bist du. Ich fühle mich so. Warte kurz.